Reflect. Digitale Schmiedegespräch mit dem Florian Wieser. Ja, danke Dominik. Neu werde ich mit der Bea Jucker, Radiojournalistin beim Radio 1 in Zürich, Format für den Podcast austesten, wo wir zusammen reden über Themen und wo wir auch Gäste werden haben. Wir haben uns auch schon quasi über den Audiokanal kennengelernt, wo wir über Alain Berset seine 100'000 Twitter-Follower geredet haben. Und heute gehen wir quasi das Experiment ein, dass wir das Format «This made my day» testet, und zwar mit euch. Bea, wir legen los. Klingt gut. Schön, bist du da. Ja, schön bin ich da, freut mich auch. Wir fangen an, ich bin im Fall grauenhaft im Schuss, im Sinn von, ich habe das Thema gerade parat. Erzähl. Speck gegen Gurken. Was ist das für ein Thema? Also «This made my day», ja, weil ich bin ja im Experiment des Vegetarismus und das jetzt die erst 2 Wochen. Geht eigentlich ganz gut und heute kocht meine Frau Speck für ein Kind. Und mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet, mit der Speckkühle, weil wir ja ab und zu dann quasi so die Carbonara-Spaghetti-Geschichte zum Mittag kredenzen. Mhm. Und dann ja, ist das wirklich das Haus voll mit diesem Speck. Das habe ich natürlich durchaus gern gehabt und auch in rauen Mengen gegessen. Aber nicht heute. Und heute nicht. Und nachher so meine Kleine sogar noch gesagt, ja, sie mag jetzt gar nicht mehr. Und ich, ach, geil, sonst immer die Reste gegessen. Aber es ist gar nicht so super schlimm gewesen. Aber ich habe wirklich gemerkt, weißt du was, vergiss es. Ja. Ich nehme jetzt da Gurken, schneide mir die Gurken auf und dann habe ich auch ein Fötterchen gemacht. Und das ist so lustig, weil es geht eigentlich recht gut. Also es ist wirklich lustigerweise, vielleicht ist es jetzt durch, das Thema mit dem Fleisch, aber es war so ein geiles Bild gewesen, da Gurken, da Speck. Und habe dann Gurken gegessen und es ist wie immer, die Gurke ist ja so geil frisch, dass du eigentlich froh bist, dass du etwas Frisches reinlässt, anstatt jetzt quasi wieder so einen pumpigen Speck, der dich eigentlich auch nur müde macht. Was ich muss sagen, für die Veganer unter den Zuhörern, also die Spaghetti habe ich dann gleich noch gegessen, einfach ohne Soße, ohne nichts. Also das mit den Eiern und der Milch, da bin ich noch dran. Da experimentiere ich mit dem Hafermilchzeug und so, aber bist du noch nicht so Fan? Ja, deswegen vegetarisch. Das ist mal ein guter Einstieg. Ja, das war ein Einstieg. Aber das ist wirklich, also es geht, kann ich vermelden, und experimentieren ist recht lustig. Ich habe übrigens auch ein Experiment gemacht. Und zwar bin ich an einem Seminar in Deutschland und ich musste kurzfristig noch ein Hotelzimmer für mich organisieren. Und ist natürlich alles ausbuchen gsi dort in der Gegend. Und weil ich mit dem ÖV unterwegs war, habe ich natürlich nicht ein Hotel nehmen irgendwo in der Pampas raus. Also habe ich kurzerhand in der Facebook-Gruppe zu dem Event, wo ich war, einen Post gemacht und gefragt, ob echt irgendjemand vielleicht noch ein Hotelzimmer wüsste, wo frei wäre. Und dann hat sich einer gemeldet und hat gesagt, ja, ich könnte sonst bei ihr zuhause auf dem Sofa schlafen. Couchsurfing, genau. Und ich habe das ja noch nie gemacht. Ich bin noch nie bei irgendjemandem gewesen, den ich nicht gekannt habe. Also in einem Airbnb schon, so ganz offiziell, aber jetzt einfach irgendwie so schnell mal zu jemandem heim. Und ich dachte, gut, das ist jetzt ein Experiment, das mache ich jetzt. Ich habe also meine Koffer gepackt, bin auf Deutschland gefahren und das hätte auch völlig in die Hose gehen können. Weil wenn du jemanden nicht kennst und eine Woche lang mit ihm zusammen wohnst, ja, kann auch der Schuss hinten rausgehen, oder? Durchaus. Aber wir haben es genial gehabt, als würden wir uns schon seit Ewigkeiten kennen. Und dann am letzten Tag sind wir gemütlich bei ihr am Küchentisch gesessen und haben noch ein Glas Wein getrunken und so die Balkontüre war offen gewesen und dann sind wir irgendwie so kurz ins Badzimmer und sie hat 2 Katzen. Und dann ist es darum gegangen, dass wir jetzt dann ins Bett gehen und die eine Katze ist schön dort auf dem Boden gesessen und die andere Katze ist irgendwie nicht rum gewesen. Und dann haben wir mal angefangen zu suchen im Haus hinein und da Breckis für geholt und geschüttelt und so und alles nichts genützt. Und dann sind wir plötzlich auf die Idee gekommen, dass die Katze ja vielleicht allenfalls entweder vorher, wo der Essenskurier kam, in den Gang rausgewuscht ist oder aber über den Balkon geht ist. Wie viel Stück? 3 Stück im 3. Stock. Okay. Und das sind Hauskatzen, muss man dazu sagen. Also ja. Die sind im Leben noch nie draussen gewesen. Und dann sind wir mal in den Gang raus schauen. Es war natürlich keine Katze rum gewesen. Und dann nachher sind wir mit dem Handy voraus, also wirklich so Taschenlampe eingeschaltet am Handy. Dann sind wir mal so ums Haus rumgelaufen. Die Nachbarin, die im EG wohnt, hat dann schon gemeint, wir seien Einbrecher, der da mit der Taschenlampe rumgezündet ist. Dann auch irgendwie rausgekommen und hat gesagt, sie hat fast eine Herzkrise gehabt. Und dann haben wir tatsächlich die Katze dann gefunden am Boden unten. Also die Katze ist tatsächlich vom Balkon runtergefallen. Ei, Caramba. Hat die so Flughäute? Weißt du, ist die so runtergesegelt? Das haben wir uns dann wirklich ja
auch gefragt, wie sie das geschafft hat. Also das hat er zum Glück nicht viel gemacht. Sie ist dann jetzt heute Morgen mit ihr zum Tierarzt. Okay. Und also hat, glaube einfach an den Pfoten so ein bisschen Verstauchung und so. Aber, also sie hat sehr Glück gehabt. Aber Katzen fliegen ja sowieso immer auf die Beine, ja, genau. Gell? Da gibt es ja die Fieslinge, die dann so Experimente machen mit Katzen irgendwie heben und gehen und schauen, ob sie sich wirklich drehen. Aber genau, wir haben nicht zugeschaut, aber ziemlich sicher ist sie schon auf ihren Beinen gelaufen. Das ist einfach minus eins Leben, oder? Von denen wie viel? Neun? Genau, sieben. Sieben Katzenleben. Ei, ja, mhm. Noch sechs. Sie ist jetzt einjährig, also die hat noch ein paar Jahre vor sich. Schön. Und so schnell geht sie sicher nicht mehr auf den Balkon, kann ich mir vorstellen. Mhm. Experimentieren ist einfach das grosse Thema. Ja? Ist das grosse Thema. Wäre jetzt quasi auch schon die erste Folge von This Made My Day gewesen. Und wir machen weiter. Freue mich drauf. Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.